Wilhelm Horst Lichter, geboren am 15. Januar 1962 in Nettesheim-Butzheim, ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch, Autor, Moderator und Entertainer. Das Leben von Horst Lichter ist ein buntes Bild mit gemischten Freuden, Trauer, Erfolgen und Misserfolgen. Er durchlebte viele Schwierigkeiten und Tragödien, erzielte aber auch große Erfolge und hinterließ einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums und der Fans. Horst Lichter wuchs in einer Bergbaufamilie, bei Vater Anton Lichter und Mutter Margret Heikamp, im rheinischen Braunkohlerevier Gill auf. Schon in jungen Jahren musste er sich einem harten Leben stellen und musste bald unabhängig werden. Mit 14 Jahren begann Horst eine Ausbildung zum Koch bei Lutz Winter in Bergheim und markierte damit den ersten Schritt seiner kulinarischen Karriere. Im Alter von 19 Jahren heiratete Horst und begann, ein Familienleben aufzubauen. Das Leben war jedoch nicht einfach, da er beim Kauf eines Hauses in finanzielle Schwierigkeiten geriet und gezwungen war, 5 Tage die Woche auf einem Schrottplatz zu arbeiten, um die Kosten zu decken. Diese Jahre waren voller Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ihm halfen, Geduld und Entschlossenheit zu üben. Horst war ständig von einer Tragödie umgeben, als er im Alter von 26 Jahren seinen ersten Schlaganfall und im Alter von 28 Jahren seinen zweiten Schlaganfall erlitt, zusammen mit einem Herzinfarkt. Diese gesundheitlichen Ereignisse führten dazu, dass er längere Zeit in einer Rehabilitationsklinik verbrachte, wo er beschloss, sein Leben grundlegend zu ändern. Von da an konzentrierte er sich auf seine Leidenschaft für Essen und beschloss, sein Leben von Grund auf neu aufzubauen. Horst Lichter hatte aus erster Ehe 3 Kinder, doch eines davon verstarb in jungen Jahren und hinterließ große Schmerzen. Eine weitere seiner Beziehungen führte dazu, dass er eine weitere Tochter bekam. Auch Horsts Liebesleben verlief turbulent. Nachdem sein bester Freund an Krebs gestorben war, heiratete Horst zum 3. Mal Nada, die Ex-Frau seines Freundes. Es war eine Beziehung voller Emotionen und Engagement, die Horst Stabilität und Glück in seinem Familienleben verschaffte. Die Karriere von Horst Lichter begann zu florieren, als er im Fernsehen auftrat. Seit der ersten Staffel 2013 moderiert er die Varieté-Show Bares für Rares, eine in Deutschland sehr beliebte Antiquitäten-Ankauf, Verkauf und Bewertungssendung. Horst beeindruckte nicht nur durch sein umfassendes Wissen über Küche und Antiquitäten, sondern auch durch seinen humorvollen, charmanten und aufrichtigen Gastgeberstil. Die Show wurde aus dem Leben vieler Zuschauer nicht mehr wegzudenken und Horst wurde zu einem bekannten und beliebten Gesicht. Neben seiner Fernsehkarriere ist Horst Lichter auch Autor zahlreicher Bücher über Essen und Leben, die von den Lesern sehr positiv aufgenommen wurden. Seine Werke teilen nicht nur Rezepte, sondern erzählen auch inspirierende Geschichten aus seinem Leben, die vielen Menschen Freude und Motivation bereiten. Trotz vieler Erfolge kann sich Horst Misserfolgen und Kritik nicht entziehen. Er sah sich heftiger Kritik seitens der Medien und der Öffentlichkeit ausgesetzt. Doch mit Optimismus und Entschlossenheit versteht es Horst stets, Schwierigkeiten zu überwinden und weiter voranzukommen. Zu den Interessen von Horst Lichter zählen Motorräder und Autos, insbesondere Oldtimer und Oldtimer. Diese Leidenschaft ist für ihn nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Möglichkeit, Stress abzubauen und Freude am Leben zu finden. Er nimmt häufig an Veranstaltungen und Konferenzen rund um das Thema Oldtimer teil, wo er mit Menschen mit ähnlichen Interessen interagieren und seine Leidenschaft teilen kann. Das Leben von Horst Lichter ist eine turbulente Reise mit gemischten Freuden und Sorgen, Erfolgen und Misserfolgen. Obwohl er viele Tragödien und Herausforderungen erlebte,
behielt er stets seinen Glauben und Optimismus bei und strebte weiterhin nach seinen Träumen und Leidenschaften. Erfahrungen und Lehren aus dem Leben haben Horst dabei geholfen, erwachsen zu werden und zu einem Symbol für Standhaftigkeit und Entschlossenheit zu werden. Er hat viele Menschen inspiriert und bestätigt, dass wir, egal wie schwierig das Leben ist, mit Entschlossenheit und Leidenschaft immer noch Großes erreichen können. Das Leben von Horst Lichter ist nach wie vor ein Beweis für seine Widerstandskraft und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden. Nachdem er Höhen und Tiefen im Leben erlebt hatte, fand er einen Weg, seine schmerzhaften Erfahrungen in eine Quelle der Inspiration und Motivation zu verwandeln, nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere. Zu Horsts größten Erfolgen zählt, dass er sich in der deutschen Gastronomie und Fernsehszene einen festen Namen gemacht hat. Die von ihm geleitete Sendung, Bares für Rares, ist zu einem Fernsehphänomen geworden und lockt jede Woche Millionen von Zuschauern an. Das Programm vermittelt nicht nur Wissen über Antiquitäten und interessante historische Geschichten, sondern schafft auch einen nützlichen Unterhaltungsspielplatz, der allen beim Entspannen. Weitere Fragen. Herr Schleicher, Sie haben ja, wir hatten ja diesen Abend oder späten Nachmittag mit dem Titel eingeleitet, Ihren sehr plakativen Statement: Schule ist kein Ort, sondern eine Aktivität. Und Sie haben jetzt ganz viel Futter geliefert, was denn eine Aktivität Schule bedeutet. Was spielt denn dort eine ganz große Rolle in Zukunft? Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal eben auf das sehr rege Voten der Zuhörerinnen und Zuhörer und dann bitte ich Sie wieder gerne darauf dazu Stellung zu nehmen. Ich weiß, dass der Anspruch ziemlich hoch ist. Eine verrückte Skala, zum Teil auch ein bisschen redundant, aber vermutlich ergibt sich ein Muster. Ja, ich hätte auch so die übergreifenden Kompetenzen an erste Stelle gestellt, wie man das hier in der Grafik sieht. Ich denke, Aktivität heißt heute die Integration von verschiedenen Lernsituationen, was natürlich auch große Herausforderung für Schulen schafft, ne? Das heißt, dass eben Lehrkräfte aus verschiedenen Fachrichtungen wirklich intensiv an der Entwicklung solcher, Umsetzung solcher Konzepte arbeiten müssen. So projektbasiertes Lernen, heute vielleicht noch eher Einzelfall, wird, glaube ich, die Hauptform des Lernens irgendwo dann werden. Ne? Teamarbeit, ne? Teamarbeit unter den Lernenden, Teamarbeit unter den Kollegen. Ne? Das sehen wir auch heute schon in Ländern, wo einen größeren Grad an professioneller Autonomie und gleichzeitig viel Teamarbeit in den Schulen gibt. Da ist die Zufriedenheit der Lehrkräfte mit dem Lehrberuf dann auch deutlich am größten. Die Betonung der Lernatmosphäre hier, glaube ich, auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Wie gesagt, in der Schule können Sie das noch relativ gut kontrollieren. Ne? Da können Sie im Grunde auch durch Disziplinarmaßnahmen irgendwo Einfluss nehmen. Sobald die Schüler zu Hause sind, haben sie keine direkte Kontrolle. Und da hängt alles irgendwo von Atmosphäre ab. Ne? Kann ich die Schüler für meine Arbeit begeistern? Kann ich den Schülern im Grunde vermitteln, dass das, was sie heute machen, wichtig für morgen ist? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Selbstwirksamkeit wird hier sehr betont. Na, auch das, glaube ich, die Voraussetzung. Ansonsten werde ich schwierige Aufgaben gar nicht anpacken. Das ist eben der Unterschied. Im Unterricht kann ich schnell mal nachfragen. Zu Hause muss ich selber Schwierigkeiten überwinden. Und das hängt halt von Faktoren wie Selbstwirksamkeit ab. Also ich glaube, diese Themen, die hier aufgegriffen werden. Wundert Sie ein bisschen das eigentlich eher schwache Voting für das fachliche Lernen, was wir eigentlich speziell in Deutschland immer sehr hoch halten, also gerade auch in Solitärfächern?